Guten Morgen, ich bin hier wieder beim Schnippeln vollenden. Es ist jetzt 7:25 Uhr, wir müssen gleich los. Bring Anouk in die Schule, danach für mich laden und ihr seid mit dabei. Gleichgewicht, sie muss sich nicht mehr festhalten. Ne? Sie lädt sich nur. Hier steht Ona Müller Kita. Das müssen wir abgeben heute. Na komm, wir gehen. Wann müssen wir da sein? 8:30 Uhr bis 45 Uhr. Vorher muss man noch das Gali wegbringen. Ach so, ja, sag das doch. Ach Mensch, siehste. Jetzt nicht gemacht. Erste Mal Kita seit Monaten. Der Bürgermeister von Berlin hat gesagt, dass die Bewohner selber sich drum kümmern sollen und aufpassen sollen. Ach so, ja, die sind ja Selbstkontrolle. Genau. Ja. Und das ist ja aber genau das Problem. Das ist genau das Problem, was der Polizist zu mir gesagt hat. Dass Oma Kaschunke halt anruft und dass deswegen hast du da eine 6 Minuten Warteschleife beim Notruf. Weil sie nämlich bei der Polizei anrufen und dich anscheißen. Hm. Weil du keine Maske trägst. Ja, dann war ich letztens in diesem Spielzeugladen, wo diese Sachen zu holen. Ne? Ja. Und dann war ich mit den Kindern im Laden und noch eine andere Frau. Und da wollte noch eine reinkommen. Und dann hat der Verkäufer gesagt, nee, nur zwei Leute immer im Laden. Und dann hat sie wieder rausgeschickt. Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten. Und dann meint sie, naja, sie muss sich da wirklich dran halten. Also, die Nachbarn. Genau. Ja. Das sind die Nachbarn, die einen dann anscheißen, weil dann halt doch drei Leute im Laden drin waren oder so. Das ist zum Kotzen. Das ist wirklich schade. Dass die Leute so. Denunzianten sind. Furchtbar, oder? Ist das. Wie kann man so sein? Und hocken dann aber zu tausend am Ufer. Ja. Dicht an dicht. Aber wer kennt sie nicht, die Anscheißer? Wer kennt sie nicht? Oh, da fährt einer nicht so gerne Auto. Also eine Fahrt geht immer. Ja, aber zwei hin und zurück. Das geht nicht. Mag ich gar nicht, wenn die weinen. Oh Gott, ja. Oh Mann, das ist unten das Telefon, Lohr. Ich weiß nicht, ich bin total verwirrt. Lass mal Licht an. Kommt schon das erste. Moin. Mensch, na endlich. Nein, ich bin nicht fertig. Wir müssen reden. Weil der Reifen, das hat der Kollege nicht sagen können, weil er wusste das nicht. Der Reifen ist auch kaputt, komplett. Deswegen kann ich den nicht aufziehen. Was heißt das? Dass du einen neuen Reifen brauchst. Der ist an der Seite so. Genau, der Mann. Der ist an der Seite so durch, dass du nicht nur den Schlauch brauchst. Schlauch ist kaputt, Felgenband ist kaputt, Reifen ist kaputt, das Laufrad ist kaputt. Also auch das Lager im Rad hinten ist kaputt und wackelt. Also das muss ja gemerkt werden. Machen, ja. Ich kann den Schlauch nicht einbauen in den Reifen, der sofort beim Aufbauen wieder kaputt geht. Ja, wenn das so ist, dann machen wir das so. Ja. Nur dann müssen wir es halt so machen. Wie gesagt, das ist eine Geldfrage. Ich werde hier jeden Donnerstag was vorbeibringen. Anfangen ab nächste Woche Donnerstag, bis ich die 38 dann abbezahlt habe. Können wir das so machen? Das ist eine andere Möglichkeit. Weil wir kannst du denn vorbeibringen? Nächste Woche 20 und darauf die Woche nochmal 20. Okay. Okay. Dann musst du dann nächste Woche mit. Okay. Alles klar. Aber dann mache ich das jetzt, weil dann habe ich das mal aus dem Kopf auch. Ja. Weil ich dachte, Mensch, warum kommst du an dem hier jetzt? Einmal warst du da, war der Kollege da und der meinte, der ist noch nicht fertig. Ne? Ja, genau. Ja, aber der wusste, nur in dem Moment war ich gerade weg.
Ratenzahlung beim Plattenreifen. Yay. Los, Reifos Platos. Okay. Hi. Wissen Sie, dass es eine Baby-Ente gibt, da bei den Fahrrädern? Ich glaube, sie ist immer wieder da und versucht sich zu verstecken. Ach, gut schön. Ja, genau. Und das ist das, was man machen kann? Ein Karton? Ein Karton, dann wieder am Wasser, ne? Irgendwo brütende Enten, aber ich weiß nicht, wo sie sind. Ich hol mal einen Karton. Ja. Taube. Oh, jetzt haben wir hier eine Ente am Start. Hat eine Ente gefunden. Was soll man machen? Lief über die Straße alleine, ein kleines Entenbaby. Ja, hallo, der Tommy aus dem Fahrradladen. Ich wollte Bescheid sagen, dass deine Reifen da sind, ja? Okay, alles klar. Dann bis später. Ciao, ciao. Wenn du in so einer Kiste sitzen würdest und rufen würdest, würden wir dich gleich hören. Ja. Und die pädagogische Keule. Und Blumen. Aber ich bin nach Hause gelaufen. Oh Mann, ey. Die ist ja irgendwo in der Nähe, das weiß ich. Das hat mir einer erzählt. Ich weiß nur nicht mehr wer zur Hölle. Naja, weil es ja auch so erstmal nicht so eine wichtige Information ist, ne? Jetzt in dem Moment schon. Jetzt in dem Moment ja, aber vorher halt nicht. Ich meine, das hört man sich gerne an, auch wie nett gebrütet irgendwo eine Ente und dann fertig. Gebrütet eine Ente. Ja. Fertig. Die hat ganze Zeit gepiept, Mama hat ganze Zeit versucht, den Karton hochzufliegen. Oder? Natürlich. Hast du hier Banane eben? Die sitzt in der Banane. Ist auf dem Teller drauf. Ich finde es wohl gemütlich. Als wäre es ihr altes Zuhause, Mama. Bananenzuhause. Das ist ja doll. Banana Home. Ist doch ein ganz kleines Baby. Wer ist der so ganz? In der Banane drin. Darf ich auch mal gucken? Also wollen sie ja nicht so schocken. Ja, die können schnell sterben, weil die ein kleines Herz haben, wenn die sich erschrecken. Ja, würde mal sagen, gehen wir auch zeitnah los, war denn? Wann macht die oft da? Um 1 erst. Um 1? Aber Wiener Straße um 10. Gib ich da erstmal an, ja? Und dann kannst du mir ein Telefon bringen. Entenrettungsaktion. Naja, das macht man ja nicht. Oh, bist du hochgekrabbelt? Fein! Bist du der K. Oh, willst du dich hinsetzen? Ah, okay, sie will zu dir. Jetzt musst du sie nehmen. Alles klar. 8 Kilometer. So, Uni, kannst du mal aufhören? Deine Zähne? Ich bin ja überhaupt nicht mit ihrem Regen Kontakt. Das ist keine Nummer von meiner Mutter? Nee. Bist du eine? Ja, weiß ich nicht. Nee, bist du? Was stand da in dem Mund? Stand da zu dir? E-Mail. Ich schreibe das manchmal bei deinen YouTube-Kommentaren jetzt. Ja. Baby. Oh. Blume, wo bist du? Lamon, mein kleines Gazi-Lamon. Das wird doch gar nicht so laut sein, hey. Das ist nur bei Mama, der alles im Einblick macht. Was ist die Nummer von Hendrik? Ja, ich komme mit. Ja,
am Gott wollen. Ja, alle Angst. Mir auch lieber. Schön. Vielleicht findet es jemand andere Küken, mit dem ich spielen kann. Genau. Als Babys. So, ich wollte jetzt nicht. Kannst du es mal nehmen, Tom? Okay. Und wie nehmen wir das kleine Küken mit in den Karton? Ja, wir nehmen die hier mit im Karton. Ich meine das kleine Küken. Prinzessin, ey. Ach mal, jetzt habe ich irgendwas gedrückt. Wo ist es jetzt hin? Nee. Guck, mein Fuß. Das liegt ja noch etwas. Entschuldigung. Heute ist etwas Schönes, aber auch grauenvolles. Wir haben ja einen Küken gefunden. Das wisst ihr ja schon, das kleine Küken hat seine Mama verloren. Wir schicken das irgendwo ins Tierheim, also ich weiß nicht wo. Papa hat auf jeden Fall gesagt, wir machen es. Also Mama hat angerufen. Die Kelle fällt auseinander. So, jetzt aber. Genug. Ja, am besten machen wir machen Fotos von Google kopieren sie und kriegen sie an, ob eine Mutter ihr Kind. So einfach geht das leider nicht. Ja. Das wird ja. Das arme Ding, ne? Es schläft auch. Mama. Ja. Das sind der 2 Mittagsschlaf für die beiden. Und auch für das kleine Krücken. Aber das Krücken hat einen schönen Mittagsschlaf. Wirklich gut. Ja, mir auch. Mutter, aber jetzt, wenn Papa die nicht gefunden hätte, wäre sie schon längst überfahren worden. Also so. So wäre es noch schlimmer. Die Mutter halt würde ganz traurig sein. Aber zum Glück hat es Papa nachher noch gefunden. Ist es ein Mädchen oder ein Junge? Für diese Ente. Da steht dann immer Fahrradsalon, sponsert bei Fahrradsalon auf dem Rücken. So, bumm, die muss jetzt zeitlebens so ein gebrandete Federn tragen. So ein Schild um Hals. Ja, mit so einem riesen Werbebanner. Kannst du immer am Himmel lang fliegen, dann siehst du immer, wie so, als wenn so ein Zeppelin fliegt. Mit so einem Banner. Gott, nee. YouTube-Stars rockt. Sie wissen wohl nicht, wer ich bin, Alter. Ich bin 1780 Abos. Dafür sind sie doch da. Was ist denn da los? Ein Kükenleben. Genau, Alter. Das ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Was hat die denn am Arsch, Banane? Weißt du noch bei dem Eichelherr, wieso hat er denn keine Federn mehr? Haben wir gebraucht für unser Sammelalbum.
Boah, ist das knapp. Boah. Hui. Endlich, ich spüre, dass ich lebe. Was? Hört auf. Nervenkitzel. Digga. Hast du Angst nicht mehr? Adrenalin. Was willst du? Warum? Ist ja unglaublich. Unser Kind, der Spaß wird. Echt mal, Spielverderber. Muss mal klingeln. Ich will da nicht klingeln. Die haben gesagt, wir dürfen nicht. Ihr dürft nicht. Ne, die haben gesagt, das ist dir nicht so recht, wenn wir jetzt kommen. Okay, das ist dir nicht so recht, aber wir sind ja da. Wir stehen ja schon vor der Tür. 20 Euro Spende. Lass, wir wollen eine Spende abgeben. Ich hab's ja gewusst, dass das. Und das ist viel zu knapp, alle Ketzer. Ja. Ja, wie immer. Ob sich die Kollegen noch melden, ob das Küken dann noch lebt, wenn sie sich melden, das wäre ja auch schön. Wir waren jetzt da vor Ort, da war keiner. Leider. Da ist keiner ran. In der Schule geht auch keiner ran. Auch keiner mehr am Leben. Aber was? Also in einer halben Stunde sind wir wieder zurück. Jetzt gerade sind wir in Stieg, jetzt holen wir unser Kind ab und danach, also in einer halben Stunde sind wir wieder zurück. So viel parallel, ja, wir haben... Genau, wir haben ein Tuch drüber. Also wir haben jetzt einen Pappkarton und ein Tuch drüber. Ja, dann bringen wir es jetzt gleich rum. Wir müssen jetzt gerade die Lehrerin will irgendwie auch noch gerade was von uns wissen. Dann komm mal. Wo bringen die hin zum... Ja, wir waren schon okay. Jetzt im Marzahn gerade, deswegen sind wir jetzt ein bisschen zu spät hierher. Kein Ding, ich bin ja da. Okay, was machen wir denn? Was war das wieder? Diese Teller war doch bitte drin. Nee, eigentlich war da nur Wasser drin. Und dann hat Mama eh Bananen. Wollte mir ein iPad auch schwarz nicht sagen, ich will sowas nicht. Ja, hat sie mir auch gesagt. Ich meinte nie, ich will, das hätte ich zu sehr Angst, dass es kaputt geht. Ja, das gleiche hat ja mal auch gerade gesagt. Ja, das ist bei uns, das ist versichert. Wieso geht bei Ihnen nicht kaputt? Ich sage, bei uns geht alles kaputt. Hast du gesagt? Ja. Ich sage, wir hatten ja alles. Das hat alles mal funktioniert. Aber irgendwie ist, da funktioniert das nicht, da das nicht. Das ist so. Bei uns ist, wegen jedem Scheiß von euch, wegen irgendwas zu trinken, gibt ihr da drüber. Aluk, du sagst, du musst auf die Kinder aufpassen, deswegen kannst du nicht am Zoom-Meeting teilnehmen. Ey, hast du voll in die Pfanne gehauen. Was für ein Scheiß. Das stimmt doch überhaupt nicht. Mann, ich auf die Kinder aufpassen, ey. So, ey. Voll die Masseleltern. Wollen Sie ein iPad haben? Bei uns geht sowas kaputt. Wie? Bei Ihnen geht sowas kaputt? Bei uns geht alles kaputt. Wie? Wieso geht alles kaputt bei Ihnen?
Ist ja, weil wir Kinder haben. Sie total alles zerstören. Bam, bam, blitzeklein. Ja, Küken. Gleich. Das ist so richtig. Ja, und das Küken kümmern sie sich. Aber die das Kinder, ich mir. Die müssen für sich selbst sorgen. Was hast du denn gezeigt, das Küken? Sie hat es doch gesehen. Anouk hat doch gefragt, was ist das? Er sagt, wir haben mal einen Küken gefunden. Und sie, ah, ist ein Küken? Anouk, wollen wir das Küken Entepik nennen? Entepik? Nimm uns zum Spieß. Entepik? Ja? Könnte auch ein Gericht sein. Hab ich doch auch gesagt. Ich hab doch auch Piep gesagt. Du hast immer Nein gesagt. Achso, ich dachte Piep. Nicht Piep, Entepik. Nein, nicht Piep. Ass. Wie Pik Ass? Ich meine, ja. Ass, Ärmel. Kreuz. Ja. Kreuz. Karo. Karte. Pik und. Was war da noch? Herz. Herz, darauf kommt sie nicht. Die ganz kalte Frau. Herz. Kommt nicht in die Kreuz. Kreuz und Pik. Aber. Karo, gerade mal so, wir sind schon rot. Herz, nö. Was ist das denn? Pik und Ente in Ass Pik. Ass Pik. Pik Ass heißt das doch. Ente Pik Ass. Chip, chip. Ja, pass auf, dass sie jetzt nicht rausspringt. Können sie einfach rausspringen? Entepiep! Ist vorhin schon gut gesprungen. Wow. Lebewohl, Entepiep! Nichts passieren, geh jetzt hoch und da habe ich die richtige Kiste, wo die halt. Also nicht wundern, wenn sie ein bisschen Banane am Arsch hat. Ja, das ist immer gut, weil da viel Energie drin ist, wenn man nicht. Also die jungen Tiere brauchen die ersten 48 Stunden gar nichts, weil die vom Wettersachen leben, den haben die frisch angezogen von dem Schlupfgras. Und ansonsten brauchen die als Junge auch viele Insekten und was man immer alternativ gut nehmen kann, was für dieses Wassergeflügel immer gut ist, pflanzliches Eiweiß, also Löwenzahn kleinschneid. Löwenzahn in der Schale mit Wasser ist auch erstmal nicht das Beste. Aber die brauchen die Mutter zum Wärmen, überleben die Nacht nicht ohne Muttertier. Ich habe halt alles da, um das jetzt zu versorgen. Perfekt. Wunderbar. Siehst du? Gleichfalls. Alle, die Mitte. Auf Wiedersehen, Entepiep. Wir schenken dir irgendwann unser Opfi-Pieps. Ja. Entepiep, ich bin überhalten. 36 Stunden. Höchstens. Der Ärmste. Stimmt. Naja, ihr rettet. Nee, aber was ist. Ja, guck mal, das hier ist ein Kundenrad. Das ist die Felge aus dem Kundenrad. Ach so, okay. Und die aus dem Schlachtrad habe ich jetzt hier eingebaut. Ja, genau. Aber die Achse auch getauscht? Ja, musste ich ja. Naja, die war ja gebrochen. Genau. Hier. Genau, genau. Die hatte ich ja erstmal nur so hingestellt. Genau. Ja, ja, nee, Achse habe ich natürlich auch getauscht. Ja, klar, logisch. Okay, na, dann ist ja, also das und dann, weil das ausgeschnitten ist. Weil. Moin! Hey. Weiter sein. Ich wurde da reingerufen. Ich wollte mein Fahrrad wieder abholen. Ach so, hier, der Diamant. Jo. Mit dem. War nur Schaltung einstellen, ne? Gott sei Dank, eins weniger. Dankeschön. Ja, auch. Nee, fünfmal. Echt? Ja, ist ja noch ein Tja, hat einer die Kamperhebel hier geklaut, abgeschraubt, Rahmenschalthebel, abgeschraubt und abgeschnitten hier, tuk, tuk, die Kabel durch und weg waren sie.
Jetzt bin ich auf der Welt. Ja, aber der Kampf hat auch Schild. War aber schön. Das war eine richtige ganz alte. Ganz alte. Gut. Ja, weg den Husten und gut. Passen. Also umseitig. Oder? Ja, schön. Wunderbar. Gute Höhe. Schnell mal einen Bremszug wechseln bei so einem Little Ducks. Keine Ahnung, was das sein soll. Das ist irgend so eine Billo-Marke. Das braucht kein Mensch. Ich lasse immer die Leute aufschreiben, was sie gemacht haben wollen. Und was dann unumgänglich ist, so wie jetzt den Konus einstellen, kommt halt noch dazu. Aber alles andere. Ist er? Ja. Kannst den ja nicht ihr vorschreiben. So. Ach Mann. Was machst du denn da? Na gut, Zahni. Als ich rausgegangen bin, bin ich hier mit der Dings hier hängen geblieben. Mit der. Der komische Schiene hier. Next. Kamera ist voll, Karte ist voll. Gut. Warum auch immer die voll ist? Ich habe keine Ahnung. Wieso ist die voll zur Hölle? Wir haben heute nichts gemacht, außer Auto gefahren und blödsinnig quatscht und Zweig im Laden wollten eine Aufnahme machen. Und sehe, die Karte ist voll. Tatsächlich. Da bin ich überall im Auto. Ich bin eine Stunde im Laden davon. Fünf Stunden im Auto unterwegs. Toll! Tommy, echt super. Daumen hoch dafür. Okay, morgen noch mal ein Autofahrblock oder was? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Dumm gelabert, dumm gebabbelt. Ja. Ist halt mein Leben gewesen heute. Die Ente ist weg, die Ente ist gerettet. Wir sind zufrieden damit, mit der Situation, wie sie jetzt ist. Das war eine gute Entscheidung. Und jetzt. Mache ich noch den Rest im Laden fertig und dann ist dunkel. Dunkel, dunkel. Die will schlafen. Ich krieg ein bisschen Suppe und dann geht sie schlafen. Da, vielleicht findest du ja irgendwo noch eine Wurst oder so. Kann doch so schwer nicht sein. Ich esse nur Suppe mit Wurst. Alles andere ist mir Wurst. Gut. Bis gleich im Laden. Sieht das vielleicht mal mit tollen Komponenten Aufbau? Nein. Ne? Nein, niemals. Der Rahmen ist zu schwer, das lohnt sich nicht. Aber doch, wir vertrauen mir. Ich glaub dir. Das ist nichts. Okay, such dir einen anderen geilen Rahmen, wo du das machst. Und kauf dir nur einen Rahmen. Nicht so was Fertiges. Kauf nur einen Rahmen, wenn du sowas machen willst. Also ich habe ja nur das Gebrauch gekauft, weil mir irgendjemand gesagt hat, am besten hier in Berlin ist Stahlrahmen mit dicken Reifen. Jetzt sind das keine Ballonreifen, aber die sind ja trotzdem ein bisschen dicker als alle anderen. Ja. Und eigentlich fahre ich ganz gut mit dem Rad. Deswegen, lass es so wie das. Was willst du mit teuren Komponenten aufbauen? Eine Standpuppe. Ja. Ich will mir bloß alle in 2 Jahren wieder irgendwie, weil wieder irgendwas... Wird kommen. Ja. Wird kommen. Du kommst nicht drum herum. Ja. Ob du nur eine teurere nimmst oder nicht. Okay. Du rufst mich an. Ich ruf dich an. Schönen Abend. Gleichfalls. Danke. Bis dann. Ciao, ciao. Okay. Auch nur noch 2, 3 deine Seelen. Zum Knipsen. Oh.
Also den einfach mal ablenken, wieder in neu. Ja, deine Scheibe. Scheibchen. Und 10er Eisen brauchst du ja auch. Und Kreuzer wo ich. Ein Kreuzer, einen großen? Ja. Kreuzer. 3 Taler, 1 Kreuzer. Schaltung. Das ist noch 5er, was? Ja. Also nochmal. Ja. Ding läuft wie Knüppel auf dem Sack. Also eigentlich gehen nur 2 Gänge. Der funktioniert. Der funktioniert. Der funktioniert nicht. Ist immer noch derselbe wie vorher. Und hier ist genau dasselbe. Und hier auch. Was ist denn für ein Hebel? Ist der 5 oder 7? 5. Sich verhackt oder was? Dann kannst du ja auch nicht rufen. Nein, das ist verbogen, deswegen. Also nichts nahe Bewartung. Mal gucken, ob wir den Trage kriegen hier. Hülse, hier, kannst du mal den gerade biegen, bitte? Und die Hülse schalten wir auf den Ausbaustab. Jawohl. Hülse habe ich noch neu da. Der weg damit. Die ist nämlich auch gestaubt. Der sich halt verhackt da beim. Ja, jetzt fahren wir nach. Wieder zurück. Ja, der kam. Hier. 1, 2,
mehr benutzt. Laptop. Aufpumpen. Und gut ist. Dabei sollten wir reichen. Zum Glück kann man ja noch zählisch an Bord. Perfekt! Oh Mann. Ach, da ist noch was dran. Ah, ein alter Schalter. Mensch, alter Schalter! Ja, ich würde mal was sagen, Verpackungsmüll oder so. Oh, ich würde jetzt. Also Wertstofftonne, ja. So. Ungeholt. Lass mir auf alle Fälle mal sagen, wo dieser scheiß Papierkorb ist. Den kann ich dir nicht sagen. Ach, das wäre auch schön. Ach, rück raus mit der Sprache. Du hast ihn versteckt. Wieso versteckt? Ich hab den mitgenommen. Ja. Mitten in der Nacht bin ich geil gekommen und hab ihn geholt. Ich wusste schon immer, du bist scharf auf das. Schicht im Schacht. Eisen. Zehner. Alter Schwede, oder? Achso. Guck mal. Das tun wir jetzt hier nicht. So. Das ging ja mal bequem. Scheiß hier jetzt ab. Ja, ja, ja. Vierten Schutz. Achso. Brille. Spielzeugraum. Bisschen kleiner. Sind die mit Spielzeugmutter oder was? Ja, und Miniaturmütterchen. Ach so, Schande. Messingschrauben aber immerhin. Und schon auf einer Seite runter. So jetzt. Geh mal durch, dreh doch einmal rum. Immer dreh, dreh. Dreh die Kugel. Dreh. Immer drehen. Die Dreierkasten. Und runter damit. Handwarm. Na, Ventura. Tschüss.
So, jetzt nehmen wir mal den Kettenschutz. Ja, auf alle Fälle ist das hier der letzte Auftrag für heute, wie es aussieht. Liebe Leute, das ist ein einfacher Tretlagerwechsel. Ja, man weiß, wie es geht, alles kein Hit, aber für viele ist ja Tretlager so, als würde man den Motor öffnen. Am Auto. Man braucht zwei, drei Spezialschlüssel, aber das war dann auch schon. Pedalschlüssel halt, ein Tretlagerschlüssel und du brauchst einen Kurbelabzieher. Ansonsten ist das alles kein Hit. Ja. Das ist übrigens ein Fahrrad von der preußischen Fahrradmanufaktur. Ah, im Gau Brandenburg ansässig, wo sonst? Schön hier, ja, ganz doll. Schwarz, weiß. Rot mit dem goldenen Glöckchen, made in China, alles. Das meiste ist, kommt aus China, aber es ist eine preußische Fahrradmanufaktur. Keine Ahnung, was das ist. Also mal gucken, oder ob sich das jemand nur selbst gemacht hat. Ja, ist auf alle Fälle witzig hier in Neukölln, wo wir waren und so. Wisst ihr Bescheid und so. Preußische Fahrradmanufaktur. Nur die alten Pedale sollten nicht wieder ran, oder? Doch, die müssen erstmal dran. Gut. So, Pedalchen und fertig ist der Lack. Vielleicht sollte ich das lieber mit meinen dünnen Fingerchen machen. Ich kann Uhrwerke, wisst ihr warum? Weil da so kleine Schrauben drin gehören. Aber ich kann nicht, wenn da irgendwas so was hier, so eine Modellbauschraube hier drin ist, dann flippe ich aus. Wie kann man nur so eine Modellbauschraube hier verwenden? Ja, das stört gerade. Und dann spreng ich schon mal Ketsche. Schäublies. Ja, kommt zum Schrott. Einmal verwendet, weg. Dekadenz kennt keine Grenzen. Ja. Fertig oder was, oder wie? Jo. Schleife. Ja, Kettenschutz. Der darf nicht schleifen. Kettenschutz? Nee. Ah. So biegt man hier, man biegt hier hinten. Ja, auch vorne, ey, das ist echt. Zahlen. So, hat gar keinen Rücktritt. Nee, der hat hier so eine komische. Ah ja, diese dumme Rollenbremse. Ja, Ratz, fertig. Ganz am Pool. Ja. Ich bin noch da. Okay. Freude, die ist riesengroß. Wir haben einen Gewinner los. Oder so. Keine Ahnung. Wir sind ohne dumme Delaber vom Tommy aus dem Keller. Und ich würde mal sagen, mit diesem preußischen Fahrradmanufakturrad verabschiede ich mich hier aus dem Kellerloch. Ach, der Dude, bis dann. Ciao, sagt der Tommy. Wir sehen uns morgen wieder. Durchhalten, Daumen hoch. Auch wenn manchmal jetzt nicht so spezifische Themen kommen, bleibt einfach dran, haltet durch. Wir haben eine Ente gerettet, das ist die Hauptsache, Mann. Eine Ente, wisst ihr Bescheid. Tierschutz, ganz groß geschrieben, also auch ein dicke Lob an die ganzen Leute, die eben da arbeiten in diesen ganzen Tierschutzvereinen. Das sind meist ehrenamtliche Geschichten, die das da, die Leute, die das machen, machen das ehrenamtlich und wir bekommen da eigentlich nichts dafür, außer jetzt mal einen dicken Respekt von uns. Sowas ist ganz cool, sowas finde ich gut, sowas ist wichtig, sowas muss gefördert werden. Deswegen macht mit. Also, bis morgen. Macht es gut. Ciao.